Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntagmorgen, 7 Uhr. Und ich bin um 6 aufgestanden. Und ich bin gestern schon um 5:30 aufgestanden. Und ich bin todmüde. Wir fahren heute auf Lehrgang. Und zwar Thema Dualaktivierung. Wir waren gestern schon unterwegs zum Bereich Äquikinetik. Da habe ich jetzt einfach mal nicht gefilmt, weil ich einfach mal den Lehrgang für mich auch genießen wollte. Aber es war total geil. Ich blende euch einfach mal ein paar Bilder ein. Also da geht es ja um das geführte Longieren quasi bezüglich Muskelaufbau, Aktivität der Hinterhand und sowas. Und Ruby war so ein richtiger Streber, so ein richtiger Musterschüler und hat das für das erste Mal so geil gemacht. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Und es hat allein schon Spaß gemacht, dass wir mal einfach wieder on Tour waren, dass ich mal wieder den Hänger packen konnte und alles. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und selbst Ruby, der hat den Hänger gesehen, die Öhrchen gespitzt, die Äuglein auf und sie, ja, wir fahren endlich mal wieder. Genau. Ja. Wir haben jetzt den Hänger schon angehangen. Ich habe den gestern Abend schon fertig gemacht. Und jetzt sagen wir erstmal an Ruby, guten Morgen. Und es ist so ein bisschen fresh noch. Aber ich denke, das wird sich im Laufe des Tages Gott sei Dank geben. Aber wir haben gerade aktuell nur 10 Grad und das ist schon frisch. Ja. Hallo, mein Schatzi. Hi. Hallo. Hi, Engel. Na, alles gut? Alles gut? Bist du wach? Bist du wach, mein Schatz? Bist du wach? Oh, guck mal. Brüchen. Los. Komm, wir putzen dich. Hast du mich? Hat sich endlich mal wieder hingelegt, richtig. Man sieht das hier am Schweif, die ganzen Späne. Ich glaube, es war gestern anstrengend. Aber es hat endlich mal wieder richtig geschlafen. Das hat er jetzt länger nicht mehr gemacht. Das hast du länger nicht mehr gemacht, ne? Schon gezweifelt, dass schon wieder irgendwas ist. Aber ich glaube, man erkennt gut. Bis er mal wieder in seinem Spinnebett geschlafen hat. Der Mann zieht das Pferd schon an. Hallo, was musst du gerade hier schreiben, Pferd? Klappe zu, Affe Toll. Hey. Los geht's, gell? Los geht's. Übeles Wisch. Das ist alles, was du zu sagen hast. Der Nebel ist wäsch. Die Sonne kommt raus. Seht ihr? Zeigen, muss ich immer nur mich zeigen. Warum denn? Ist doch schön, wenn die gleich ein Panik verwenden. Ja, dann zeig das doch auch mal, warum. Das sieht man wahrscheinlich eh nicht mit der kleinen Kamera. Als ein Schlaglöcher hier. Hallo. Überall, wo Pfützen sind, sind Schlaglöcher. Das ist natürlich mit so einem Hänger suboptimal. Ich muss doch nicht so heizen. Ich heiz überhaupt nicht. Ich erzähl doch den Leuten nicht so Mist. So, ich hatte jetzt noch ein bisschen Theorie und jetzt machen wir mal das Ruby fertig. Hängen wir euch jetzt mal hier an die Stange. So,
Wir starten. Ich bin zwar, wie ihr seht, jetzt gerade schon fertig, aber ich wollte diesen Einspieler vorher noch mal bringen, dass ihr euch nicht wundert. Es war total interessant. Es ist halt einfach was komplett anderes. Und das, was ihr jetzt seht, hat mit, ich sag mal, der klassischen Reitweise oder der Reitweise, wie ihr es vielleicht von Ruby und mir gewöhnt seid, gar nicht so viel zu tun. Aber es war total faszinierend, wie toll Ruby darauf reagiert hat und wie schnell er eigentlich K.O. war. Also es war unheimlich anstrengend für uns beide. Und ja, ich will gar nicht so weit jetzt irgendwie ausschweifen. Ich guck mal, dass ich ein bisschen für euch kommentiere, dass ihr einfach versteht, warum, weshalb wir was machen. Und sehr spannend, ja, viel Spaß. Die Dualaktivierung ist im Prinzip ein Intervalltraining, bei dem quasi das, ja, die Lastaufnahme der Hinterhand, Balance des Pferdes, die gerade Richtung, Körperbewusstsein verbessert wird. Intervalltraining bedeutet nichts anderes, dass wir zum Beispiel eine dreiminütige Arbeitsphase haben und daraufhin eine einminütige Pause folgt und dann 3 Minuten Arbeit wieder, 1 Minute Pause und so weiter. Solange, dass man halt quasi 4 bis 6 Trainingseinheiten, je nachdem, wie gut das Pferd drauf ist, wie gut die Kondition ist und alles bewältigt hat. Was ihr jetzt seht, sind einfach so ein paar Übungsaufgaben, die man machen kann. Das erste, was ich gemacht hatte, ist quasi ja, in der 8 über diese Dualgassen auf dem Boden zu reiten, die als Dreieck da lagen. Aktuell seht ihr jetzt gerade die Übung halbe Volte gerade. Warum es halbe Volte heißt, weiß ich nicht, weil eigentlich reiten wir ja jedes Mal eine ganze Volte. Sinn und Zweck ist es, wenn wir quasi durch diese Gassen da reiten, dass das Pferd in dem Moment wirklich gerade gestellt ist. Ihr seht, ich gebe jetzt auch so ein bisschen die Hand vor und den Oberkörper vor. Das Pferd wird quasi so ein bisschen allein gelassen, damit es wirklich bewusst selbst gerade durch die Gassen geht. Es folgen die Achtervolten durch die Ecken oder Achterschlaufen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es heißt. Im Prinzip reitet man hier wie so ein Unendlichzeichen. Ne? Das heißt, ich reite quasi in die Ecke rein wie eine Volte, reite dann aber so ein bisschen geradeaus, um dann wieder rechtsrum gleich in die Ecke rein, wieder ja, eine Dreiviertelvolte zu reiten, um dann wieder geradeaus zu reiten und wieder neu in die Ecke rein. Es folgt ein ganz einfacher Slalom. Der ist ja, ja, bekannt. Ich glaube, den muss man nicht weiter genau erklären, wie ein Slalom funktioniert. Ja, ihr seht jetzt wahrscheinlich erstmal, werdet ihr euch jetzt denken, jo, das ist ja jetzt nicht besonders anspruchsvoll. Nein, ist es auch nicht. Im Schritt ist es auch tatsächlich nicht anspruchsvoll. Interessant wird das im Trab, weil da gibt es nämlich auch ein paar Besonderheiten, die es zu beachten gibt. Das sehen wir aber gleich. Aber erst kommen wir gleich zu dem Punkt, wo ihr jetzt das Bild einmal umschwenkt und ihr mich mit einem ganz langen Zügel seht. Genau jetzt nämlich. Das heißt, jetzt kam nämlich gerade dieses Signal, wir haben die 3 Minuten im Schritt hinter uns und wir hatten jetzt Pause. Und ich bin gerade auf dem Weg mit dem Ruby zum Equiplace. Das hatte sich am Tag vorher schon sehr gut bewährt. Das ist quasi so ein Ruheplatz. Das seht ihr jetzt gleich, wo er reintritt. Einfach so ein Viereck. Und da haben wir immer unsere Pause verbracht. Und er wusste halt einfach in dem Moment, wo er da steht, da ist wirklich Pause, da muss er nicht arbeiten. Und als dann quasi das Signal wieder ertönt hat, nach der Minute Pause, ging es dann quasi direkt daraus weiter. In dem Fall haben wir jetzt den Parcours wieder von vorne angefangen mit diesen Gassen am Boden, wo ich drüber reite. Normalerweise hätten wir jetzt hier schon auch im Trab gestartet. Aber ich wollte die Gassen einfach nochmal im Schritt reiten, weil ich halt einfach mit diesen Sachen, die am Boden liegen, ein bisschen bin. Und habe dann quasi, wie ihr jetzt seht, auch mit dem Trab angefangen. Ihr seht jetzt gleich eine weitere Besonderheit. Na, wem ist es aufgefallen? Genau, ich habe nicht umgesessen. Bei der Dualaktivierung wird tatsächlich erstmal generell nur im Leichtraben geritten und man sitzt nicht um. Hat einfach damit auch zu tun, dass man halt einfach dem Pferd wieder eine neue Balanceaufgabe stellt, weil das ja einfach für die Pferde auch ungewohnt ist. Und glaubt mir, für Reiter ist das auch sehr ungewohnt. Das habe ich besonders in diesen Achterschlaufen durch die Ecken gemerkt. Hier kam gerade wieder das Signal zur Pause, deshalb hatte ich ja so abrupt einmal durchpariert. Ich habe das ja euch nur ein bisschen zusammengeschnitten. Genau, dann wird auch, wenn man im Trab ist, aus diesem Equiplace nach der Pause sofort wieder gestartet und weitergeritten. Und jetzt kam dann quasi diese komischen Achterschlaufen. Und das halt ohne Umsetzen ist halt schon sehr gewöhnungsbedürftig vom Gefühl her, auch da in die Ecken quasi in Anführungszeichen falsch reinzureiten, wenn man es halt einfach ja so nicht gewohnt ist. Ja,
Aber es ging dann irgendwann, also ich brauchte eine Zeit, um mich dran zu gewöhnen, aber ich habe mich relativ schnell dran gewöhnt. Ja, und da gucken wir noch ein bisschen durch die Gegend. Also ihr seht, Ruby war eigentlich doch sehr fleißig und hat echt gut mitgearbeitet. Jetzt ging es weiter in den Slalom-Bereich. Da hat er mal kurz, bin ich so ein bisschen nach vorne gefallen, ja. Aber ihr seht auch, generell reitet man mit einem deutlich längeren Zügel und gar nicht so in dieser klassischen Anlehnung. Aber ganz ehrlich, man hat auch so viel andere Gedanken und zu tun, dass man gar nicht sich darauf konzentrieren kann, das Pferd jetzt in Aufrichtung zu holen oder was weiß ich was. Es ist tatsächlich deutlich anstrengender, als man denkt. Hier sieht man jetzt auch, dass ich die Gassen da jetzt angefangen habe, im Trab zu reiten. Da ist er auch teilweise mal so ein bisschen angaloppiert, wie da jetzt auch. Das ist auch nicht schlimm. Sinn ist einfach, dass man die Pferde so ein bisschen wirklich alleine lässt, dass sie selbst lernen zu gucken und selbst ihren Weg dadurch zu finden und zu gucken, dass man nicht da drauf latscht. Wenn die drauf latschen, ist übrigens überhaupt kein Problem, weil das nämlich einfach reines Schaumstoff ist. Also da passiert nichts. Und Ruby ist mir auch ein paar Mal draufgetreten. Also er wusste, dass die nicht wehtun oder sonstiges. Und trotzdem hat er wirklich interessanterweise sehr schön die Füße gehoben, wie man jetzt auch gerade wieder gesehen hat. Also war wirklich sehr interessant zu beobachten, wie er mitgemacht hat. Also es hat ihm wirklich, ich würde sagen, wirklich auch Spaß gemacht, weil es halt komplett mal eine Abwechslung war und was halt einfach normal absolut nichts ist, was irgendwie zu unserem Alltag gehört. Aber es war auch verdammt anstrengend. Also für mich, es war echt, also ich glaube, wir haben, lasst mich überlegen, ich glaube, 4 Einheiten gemacht gehabt. Und die waren schon echt, boah. Also man macht das Ganze eigentlich einmal im Schritt. Ich bin natürlich vorher meine 20 Minuten ganz normal Schritt geritten. Also ich habe vorher schon locker geritten gehabt, also Schritt warm geritten gehabt, so rum, bevor ich halt mit diesen Aufgaben angefangen habe. Aber ja, also ich habe es dann einmal im Schritt geritten und habe dann quasi im Trab weitergemacht. Und das halt quasi dann 3 Trabintervalle und ich habe geschwitzt, ich war bedient. Aber man sieht auch hier schon, ich musste ja dann echt irgendwann treiben, weil Ruby hat echt gut mitgemacht, aber der wurde auch irgendwann so müde und hat beide die Kraft verlassen. Aber es war echt cool und eine völlig neue Erfahrung und das werde ich bestimmt nicht zum letzten Mal gemacht haben. Da stehen die 2 Männer und grasen.